Wenn das neue Schuljahr beginnt, wird auch oft Neues präsentiert. In Schwechat ist man besonders aktiv. Man setzt auf mehr Sport für Kinder, ein Spaß für die 10- und 11-Jährigen und eine Chance für Talente. Mehr als 300 Buben und Mädchen aus verschiedenen Schulen testen und zeigen, was sie können. Alles unter der Anleitung von Trainern der jeweiligen Disziplin. Die Schüler lernen Sportarten, die sie bisher noch nicht kannten. Es war cool, schwer. Es ist total wichtig, dass sich die Kinder bewegen. Ob sie jetzt dabei eine genaue Sportart lernen, ist gar nicht so im Vordergrund. Wichtig ist die Bewegung selbst, es soll Freude machen und es soll Spaß machen. Den Grundsatz von Sport muss man mal verstehen. Man macht Sport, es macht auch Spaß, wie man hier sieht, und man trainiert dabei. Ja, die Aktion heißt Kinder zum Sport. Hier werden die Sportarten der SVS einfach gezeigt, was getan wird, was gemacht wird, Kinder zu finden, Talente zu suchen und auch zu fördern. Sind auch schon Talente entdeckt worden? Ja, die Profis sind am Werk, Gewichtheben. Hinter uns sieht man gerade Radball. Unser Heinz Wondra bei Radball hat schon die Augen aufgemacht, um manche Talente zu finden. Und wenn sie gefunden werden, dann werden sie auch gefördert. Das ist Ihr Spezialgebiet Schwimmen. Wie schaut es denn da aus? Ja, leider beim Kinder zum Sport im Turnsaal haben wir keine Möglichkeit, einen Schwimmprofi zu sehen. Aber wir Schwimmtrainer sind meistens im Unterricht vor Ort und werden so unsere Talente suchen. Glaubst du, Gewichtheben mehr ein Sport für Mädchen oder mehr für Buben? Mehr eins für Buben. Warum? Weil Buben auch einfach ein bisschen stärker sind meistens wie Mädchen. Mir gefällt daran, dass man als erstes, dass man erst die Kraft findet, die man auf der Brust es liegt. Also man legt erstmal auf die Brust und dann findet man erst die Kraft. Beim Gewichtheben beweisen zarte Mädchen dem starken Geschlecht, dass Technik und Geschicklichkeit oft wichtiger sind als Kraft. Es gibt einige junge Talente dabei, die sich von der Bewegung her super eignen würden. Es ist ein Riesenspaß, alles ausprobieren zu dürfen. Sportarten, die man bisher nur vom Fernsehen kannte. Breitensport ist wohl eines der wichtigsten Ziele. Kinder sollen sich bewegen. Glauben Sie, dass die Kinder in ihrer Freizeit genug machen für den Sport? Jein, würde ich sagen. Es gibt viele, die schon fix installiert sind beim SVS in einer Sportart. Sie trainieren mehrmals in der Woche. Aber ich glaube einfach, dass diese Aktion, die heute stattfindet, wirklich zeigt, was die SVS, was der Jugendsport Schwechat in Schwechat und Umgebung macht. Und deswegen bekommen auch die Kinder heute den Jugendsportfolder, wo alles Angebot angepriesen wird und sie können sich was aussuchen. Tischtennis begeistert viele. Vielleicht ist auch ein Champion von morgen dabei. Man muss sich auf den Ball konzentrieren, das ist schon ein bisschen anstrengend. Es ist schön für die Kinder, wenn sie verschiedene Sportarten kennenlernen und dann sie selbst entscheiden können, was ihnen gefällt und ja, dass sie beim Sport bleiben. Obwohl natürlich schon alle Rad fahren können, war es nicht leicht, mit so einem Rad zu fahren. Ich bin noch nie mit so einem Rad gefahren. Bist du zum ersten Mal mit so einem Rad gefahren? Ja, aber trotzdem fand ich es ziemlich lustig. Auch mit Geräten gab es einen Wettbewerb. Anstrengend, aber es macht Spaß. Disziplin und Technik haben die Schüler bei der Karate-Schnupperstunde gelernt. Das lernt man schon, den Gegner nicht weh zu tun, sondern sich zu verteidigen. Und ich finde, es ist ein gutes Sport. Sport ist ein wesentliches Element für die Entwicklung des Kindes und dazu ist es ganz wichtig, dass den Kindern viel angeboten wird. Und dazu sind wir hier und wir werden den Kindern viel lernen und hoffen natürlich auch, dass die Kinder das bereitwillig annehmen. Aber es liegt an uns, hier die Kinder zu motivieren und das tun wir auch sehr gerne. Was würden Sie sich denn wünschen? Dass jedes Kind für sich etwas findet. Es ist egal, welche Sportart es ist. Es soll Spaß machen. Sie sollen das jetzt ein- oder zweimal in der Woche einfach durchführen, dieses Training, dass sie regelmäßig in die Sportstätten zu uns kommen. Eine tolle Idee, eine gesunde Aktion, ein wertvoller Impulsgeber für die Zukunft der Kinder. Dass man etwas zu tun hat und nicht zu Hause einfach rumsitzt. Dass man mit Freunden Spaß hat, das zu erleben.